Padlet ist eine einfache Online-Pinwand, die sich auf sehr vielfältige Weise einsetzen lässt. Du brauchst dafür nicht einmal einen Account, allerdings hat es natürlich Vorteile, weil du mit einem Account viel besser einstellen kannst, wer was darauf anstellen darf. Du könntest hier also direkt auf Neues Padlet klicken und dann würde diese Pinwand erstellt. Ich bin hier in diesem anderen Browser bereits angemeldet und dann sieht es so aus. Über Neues Padlet wird eine neue Pinwand erstellt und du wirst bei der Einrichtung durchgeführt. Du kannst einen Titel geben und eine Beschreibung, das könnte auch ein Auftrag sein. Weiter unten kannst du das Erscheinungsbild festlegen. Im Moment ist es eine frei bearbeitbare Pinwand, es kann aber auch ein Raster sein mit einer fixen Einstellung oder so blockmäßig ein Stream, bei dem alle Beiträge untereinander angeordnet werden. Dann hast du ganz viele Hintergrundbilder. Über diesen Button hier siehst du noch viele weitere mehr. Die Themen sind dem Premium-Account vorbehalten, aber du könntest hier noch ein Icon oben links hinsetzen, du könntest Schlagworte vergeben und das ist jetzt beispielsweise ein Vorteil, wenn du selber einen Account hast, so kannst du eine maßgeschneiderte Adresse festlegen. Wenn du auf Weiter tippst, so werden die Berechtigungen eingestellt. Im Moment ist die Option geheim gewählt, das heißt nur wer den Link kennt, also diese Adresse hier oben, der kommt auf diese Pinwand. Wenn du es auf öffentlich stellst, so sehen alle Personen im Netz diese Seite. Es wird also auch von Google gefunden. Du kannst es mit einem Passwort schützen oder du kannst sie nur für dich selber brauchen. Zum Teil ist im Moment die Übersetzung noch etwas fehlerhaft. Aber ich denke, die Symbole sind eigentlich selbsterklärend. Dann kannst du einstellen, was andere Personen darauf machen dürfen. Im Moment dürfen alle Zettel verfassen. Mit moderieren dürfen sie die Zettel auch selber noch verschieben oder löschen. Und du kannst natürlich auch einstellen, dass sie nur lesen dürfen. Du kannst Leute namentlich einladen mit ihrem Padlet-Account, so kannst du eine geschützte Gruppe bilden, die diese Pinwand bearbeitet und wenn du diese Option hier markierst, so dürfen Gäste zwar Zettel machen, aber die Zettel werden für alle anderen erst sichtbar, wenn du sie bestätigst. Lassen wir im Moment, ich gehe auf Weiter und im Prinzip ist die Wand jetzt bereit. Mit Start Posting kann ich loslegen mit meinem ersten Post, ein Doppeltipp in die Wand hinein und ich kann gleich zu schreiben beginnen. Da macht es Sinn, dass du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewisse Vereinbarungen triffst, dass man zum Beispiel als Titel immer seinen eigenen Namen reinschreibt. Du kannst, wenn du etwas markierst, auch noch Formatierungen vornehmen, Listen, Fett und so weiter, sogar Wörter zu Links werden lassen und hier unten kannst du Bilder einfügen, hochladen. Es können aber beliebige weitere Dateien sein, PDFs, Word-Dateien, Audiodateien, was auch immer und du kannst auch Weblinks eingeben. Es wird automatisch eine Vorschau erstellt, also auch bei einem YouTube-Clip beispielsweise. Den kann man dann direkt auf der Pinwand betrachten. Du siehst, die Bewirtschaftung ist sehr einfach. Und als letztes nochmals einen Blick auf die Einstellungen. Wenn du jetzt diese Seite weitergeben willst, so kannst du hier über geteilt nochmals diese Datenschutzeinstellungen aufgreifen, beziehungsweise hier drüben bekommst du verschiedene Optionen für das Freigeben, zum Beispiel den QR-Code für Mobilgeräte, hier den Link oder den Einbettungscode, falls du diese Pinwand zum Beispiel in deinen Klassenblock einbinden möchtest und der Versand per E-Mail oder die Ankündigungen auf verschiedenen Social Networks
Und hier unten hast du verschiedene Exportoptionen. Also du kannst es als Bild, als PDF und so weiter herunterladen. Als letztes noch, wenn du die Wand löschen möchtest, so kannst du das hier tun. Du kannst aber auch einfach nur die Inhalte löschen, dann bleibt die Wand erhalten und ist nachher wieder leer für weitere Beiträge. Du kannst sie hier kopieren oder nachträglich die Einstellungen ändern.